So ihr Lieben, hallo zusammen zu einem neuen Video von den Camperflows. Ich möchte euch nochmal mit so einem Bastelvideo von uns mitnehmen. Und zwar möchte ich nochmal was für unseren Bulli basteln. Es ist so, dass wir ja dieses Dachzelt, Himmelbett, wie auch immer haben. Und du hast halt einfach schwere Ablagen, mal für ein Handy, mal für eine Flasche Wasser etc. Jetzt habe ich da im Internet bei den Van Hackers habe ich eine Bauanleitung bzw. eine Skizze gefunden und die möchte ich heute mal nachbauen. Nachdem ich zwei haben will, habe ich mir zwei Platten organisiert. Das sind 3 mm Alu-Dibond-Platten. Ich möchte es aber ja gleich machen, das heißt, ich werde die jetzt im Vorfeld werde ich die Platten zusammenpappen. Und zwar mache ich das immer so: Ich nehme ein Kreppband, pappe das praktisch auf beiden Seiten. Ungefähr richtig. Also in dem Fall so. So und so und so und hier nochmal und hier nochmal und den Rest schneiden wir dann mit dem Messer ab, die Folie geht. Zwei Messer. Und dann schreiben wir da einfach mal die zwei die da ab. Und die da ab. Jawohl. Und dann mache ich das so, ich nehme einen Sekundenkleber. Und den nehmen wir nicht mehr, der ist nämlich fest. Das ist das einzige Nachteil an diesen Sekundenklebern, dass die so relativ schnell fest werden, wenn man sie nicht braucht. Obwohl ich sie im Kühlschrank habe. Ja, der geht noch. Und schmier praktisch ne, den nehmen wir auch nicht. Also gut, wenn wir das nicht nehmen, dann nehmen wir keinen Sekundenkleber. Dann nehmen wir den Heißkleber und dann kleben wir die zwei zusammen. Das hat den Vorteil, dass ich nur ein einziges, Maß habe und beide Ablagen auf einmal machen kann. Wie schon gesagt, ich habe jetzt da Alu-Dibond-Platten, ich habe mit denen selber noch nicht gearbeitet, sollte jetzt aber kein großer Eck nicht sein, das kriegen wir raus. Und wollte das jetzt einfach mal probieren. Mal schauen, wie wir die bearbeiten können, was wir da machen. Es gibt da so eine, so ein Zeichen. So eine Vorlage, die habe ich mir ausgedruckt, die hole ich jetzt mal. Das ist diese Zeichen, nach der ich da vorgehe. Mal gucken. Okay, ist noch nicht ganz warm. Mal gucken, ob das so funktioniert. Ich werde es ein bisschen anders machen. Ich werde da kein Loch nicht nehmen. Also das sind zwei Aussparungen drin. Ich habe mir gedacht, ich mache die Aussparungen etwas größer, dann kann man die einfach da drauflegen, ohne dass man da groß umeinander tun muss, weil oben im Dach ist auf der einen Seite ist ein 12-Volt-Anzünder drin und auf der anderen Seite ist der Schalter fürs Licht drin. Ich mache das einfach komplett raus. Also so war mein Hintergedanke. Und wenn das dann fertig ist, dann ziehen wir die Folie ab und dann legen wir das Ding nochmal da rein. Dann nehmen wir euch aber dann wieder mit. So, also ihr seht, hat funktioniert. Ich habe jetzt aus 200 Platten eine gemacht. Ich kann die jetzt anzeichnen. Jetzt ist es hier so, jetzt schreiben die eben ein Maß von 40 auf 40, also 40 auf 40 cm, also 40 cm. Das habe ich mir schneiden lassen. Das sind Alu-Dibond-Platten, das habe ich euch ja schon erzählt.
Die habe ich mir fertig schneiden lassen. Und jetzt ist es so, dass man praktisch 10 cm von hier reingehen soll. Das machen wir jetzt mal. Da machen wir mal einen Marker hin. Das ist der Marker. 10 cm. Da machen wir mal mit unserem schlauen Maßband, weil dann wissen wir nämlich, dass es genau ist. So, also 10 cm. Ja, 10 cm hier. Und eben auf der anderen Seite auch 10 cm. So. Und 10 cm da, genau. So. Also, das ist jetzt praktisch das Maß. Und jetzt gibt es eine Schräge von hier nach hier. Auch mal gucken. Da werden wir wahrscheinlich das größere Lineal brauchen. Das ist jenes hier. Das legen wir jetzt an. Und dann machen wir praktisch hier eine Schräge draus. Einmal einen Schnitt. Zack. So, jetzt ist der größte Schnitt schon mal erledigt. Da hinten gibt es einen Radius, sollte man den Radius einmachen von 10 cm. Da suche ich mir was raus. Wie ich das mache, weiß ich noch nicht, aber das kriegen wir hin. Das heißt, im Endeffekt ist es ja auch nicht magisch, weil wenn ich sage, ich habe hier 10 cm, da können wir ja wieder unseren schlauen. Ich habe hier 10 cm und ich habe hier 10 cm. Und ich finde noch einen Zirkel. Dann kann ich ja hiermit einen Radius von 10 cm richten. Und nachdem er auf den Alu-Dibon-Platten eher Plastikfolie drauf ist, sollte das ja nicht das Thema sein. Oh. Das ist praktisch die Nummer. Und es geht darum, dass man hier eine Rundung hinbringt. Nur mal gucken, ob in meinem Fundus eine Rundung. Also machen wir dann. Jetzt müssen wir erstmal das untere da ausmessen. Hier in die Ecke muss ein Loch rein. Und zwar ist es so, ich habe es ja gerade schon erklärt, da ist ein Schalter drin und da ist auf der einen Seite ist praktisch eine 12-Volt-Buchse drin. Und ich habe mir halt überlegt, ich schneide ein Loch raus. Stabil sollte das sein, das ist überhaupt nicht das Thema. Ich mache ein einziges Loch rein und nicht zwei, weil das einfach herauszuschneiden ist. Jetzt ist es so, jetzt gibt es nach der Zeichnung, jetzt nehme ich das da her, muss praktisch 22,6 runter. Das stellen wir jetzt mal da ein. Das ist in dem Fall hier. 22,6 runter und 52 rüber. Also das wäre das erste Maß wäre hier. So. Einmal. So. Jetzt hat dieser erste Ausschnitt hat 52 rüber. Das müssen wir nochmal. Mein Maß. 52 rüber. Also haben wir hier. Der erste Ausschnitt hat in dem Fall 41. Das heißt, ich messe jetzt von hier 41 nach da. So. Und habe jetzt praktisch von hier nach hier einen Ausschnitt. Einmal. Natürlich 41 zurück, der zweite Ausschnitt. In dem Fall haben wir zwar das Maß, der also hier, nachdem die zwei Ausschnitte aber nicht übereinander liegen, muss ich hier ein bisschen tricksen, beziehungsweise ich muss das ein bisschen größer machen, was mich aber nicht stört, weil die Auflagefläche ist hier. Und wenn ich das andere Maß nehme, dann bin ich bei 29,8, das heißt, ich messe wieder von dieser Kante, 29,8, wir messen nach unten, das ist hier. 29,8 ist der Mittelpunkt von dem Loch, das da rein sollte. Und das Loch hat praktisch einen Durchmesser von 46. Und 46 durch 2 sind 23. So, und wenn ich jetzt hergehe und sage, ich messe, also halt, Fehler von mir, auf Papier, 29,8, immer mal daher, dann brauchen wir 2,5.
62. 62, das ist der Punkt. Das ist der Punkt. So, und von diesem Punkt 23 in die eine Richtung und 23 in die zweite Richtung, das wäre dann da. Also, und schwuppdiwupp, wissen wir, daher, und natürlich, wenn Loch, dann auch 23 nach unten. Zack, und somit ist das da praktisch hinfällig. Und dann kann man nämlich das einmal bohren mit einem Bohrer und dann kann ich das sauber mit der Stichsäge ausschneiden. Das ist so, war das meine Idee. So, jetzt geht es um den Kreis da oben. Radius von 10 mm sucht, einen Zirkel zu bauen, weil den Original, also meinen Zirkel, den ich gemeint habe, der ist irgendwie verschwunden. Was auch immer, wo ich den wieder hingetan habe. Jetzt machen wir das einfach mal so. In der Hoffnung, dass wir da eine Rundung hinbringen. Okay. Das wird eh noch ein bisschen geschliffen. Also sollte das machbar sein. Das schneiden wir jetzt dann einfach rund ab. So, hier sind auch noch Rundungen drin, die versuche ich aber dann mit einem Fräser reinzumachen. Also da versuche ich dann einfach mit einem Rundfräser mal drüber zu gehen. Ich probiere das jetzt einfach mal aus, wie schon gesagt, mit, mal schauen. Wie schon gesagt, mit Alu-Dibon-Platten hatte ich bis jetzt noch überhaupt keine Erfahrung. Wir testen das. Und ich nehme euch live mit. Ich mache mir jetzt das da mal fest. Mache mir das jetzt auf der Werkbank fest, damit ich das mit der Stichsäge sauber schneiden kann. Und dann schauen wir mal. Ich nehme jetzt auch mal bewusst ein kleineres Blatt und dann bohren wir die Löcher, dann machen wir die Ausschnitte und am Schluss schneiden wir praktisch das größere ab. Thank you.
Zweimal, dreimal, Lineal weg, viermal, so, jetzt ist das eine saubere Geschichte, jetzt werden wir dann nur das ein bisschen schleifen und die Kanten brechen. Und dann sollte das funktionieren. Jetzt habe ich mir da auch was überlegt dazu, und zwar sollte, also hier, da an den Ecken, da oben und hier, ist es so, dass diese, dass das Erzähler hier an diesen Ecken, ich hoffe, man kann das sehen, da, soll ein 10er Radius hin. So, jetzt habe ich mir eine 10er Schablone gemacht. Ich mache jetzt das da wieder fest, damit wir da praktisch keinerlei Probleme haben, damit uns das nicht braucht. Jetzt habe ich mir hier eine 10er Schablone, die habe ich mir ausgedruckt, 10er Radius, also 10 mm, 10 mm Radius. Und jetzt war die Idee, dass man das mit einem Fräser einfach rum gerade macht. Dazu wollte ich jetzt mal eine Kantenfräse machen, das ist hier. Da brauchst du aber jetzt in dem Fall eine Fräse. Mal gucken, wie wir es machen. Ich muss es so fräsen. Einen Fräser, der praktisch einen Auflaufring hat. Da muss ich jetzt gucken, ob ich sowas habe, ob ich einen entgegensetzen habe, weil da brauchst du in dem Fall einen Auflaufring, der nach oben geht, damit ich so fräsen kann. Also so rein und so rum. Ob das mit Alu-Dibond funktioniert? Ich hoffe es. Ich weiß es nicht, ich kann es euch nicht sagen, ich habe es noch nie ausprobiert.
Jetzt sind da saubere Ecken drin. Jetzt schnappe ich mir noch schnell einen Exzenterschleifer und schleife über diese Rundung da mal drüber. Hallo meine Lieben, ich stehe jetzt gerade im Bulli und habe jetzt die zwei Dachablagefächer, die ich vorhin gebastelt habe, mal reingelegt und muss ich ganz ehrlich sagen, funktioniert super. Ich muss sie nur noch mit Klettband festmachen, dass es nicht ganz so wackelt, dass es auch ein bisschen fest ist. Da habe ich aber allerdings noch keins. Ich habe es zwar organisiert, aber es ist halt leider noch nicht da. Und dann kann man das nämlich festmachen und dann sollte das auch eine saubere Geschichte sein. Ich zeige euch jetzt mal, für was ich das eigentlich gedacht habe. Und ja, bleibt dran. Das sind diese zwei Dachablagen. Und da kannst du jetzt einmal ein Handy hinlegen. Du kommst noch an die Steckdosen ran, du kommst noch an das Licht ran. Und auf der anderen Seite genauso. Und auf der anderen Seite hätte man sich jetzt zwar den Ausschnitt sparen können, aber ich denke mal, das ist Jacke wie Hose. Und dann kann man jetzt praktisch hier in der Nacht auch mal sein Handy hinlegen, eine Flasche Wasser draufstellen, ohne dass da immer was runterfällt. Hier. Und das Schöne ist, man kann die Dinge nehmen und kann die praktisch auf die Matratze legen und dann passiert da nichts. Dann sind die auch aufgeräumt beim Fahren. In diesem Sinne, bleibt dran, seid gespannt. So meine Lieben, jetzt habt ihr gerade gesehen, wie ich die Platten eingebaut habe. Das habe ich euch gezeigt. Und ja, ich hoffe, dass euch das Video gefallen hat. Würden uns freuen über einen Kommentar, ein Like und ein Abo. Eure Camperflos. Bis bald. Bleibt gesund.